Was redet sie denn da? Ich würde doch sowas niemals machen. Was ist los mit ihr? Was mache ich denn jetzt? Sie gehen jetzt einfach in die Wohnung und versuchen abzuschalten. Und ich kümmere mich um alles. Okay? Okay. Danke. Sarah, pass mal auf. Ich habe Folgendes. Da die Witwe behauptet, bestohlen worden zu sein, soll Sarah Grüner überprüfen, ob deren Sohn ein Motiv für die Tat hätte. Im Anschluss erfährt Ingo Lenzen von Ben Handke, dass sich laut Hausmeister offenbar eine andere Person vor dem Brand in der Wohnung aufgehalten hat. Und mit dieser will der Anwalt am nächsten Tag sprechen. Hallo, freut mich, Lehmann. Ja, mich auch. Herr Lenzen. Hallo. Es tut mir leid, was wir Ihnen am Telefon haben erzählen müssen. Aber ja. Ist Ihr Sohn jetzt da? Können ja, der lernt gerade im Wohnzimmer. Kommen Sie rein. Also, jetzt erzähl mal. Vom Hausmeister wissen wir, dass der dich gehört haben will. Und zudem gibt's wohl auch eine Vermutung, dass du dich hast rächen wollen. Weil sie behauptet hat, dass du irgendwann mal 10 Euro nach einem Einkauf gestohlen hast oder nicht abgegeben hast, also wie man das immer ausdrücken will. Nein, das stimmt nicht. Außerdem habe ich mich schon, keine Ahnung, schon sehr lange mit ihr vertragen. In der Wohnung war ich wegen hier, um meinen neuen Kopfhörer zu holen, weil ich habe ihr halt geholfen, ein Rotkohlglas aufzumachen. Mhm. Und da habe ich bestimmt meine Kopfhörer vergessen. Mhm. Und ich habe halt nicht nachgedacht, habe einfach den Zweitschlüssel genommen und die Wohnung geöffnet. Also ich habe sogar geklopft, geklingelt. Wie bitte? Du kannst doch nicht einfach heimlich in die Wohnung von Frau Hessel gehen. Das geht doch nicht, David. Mann, ich habe sogar extra einen Zettel geschrieben, weil ich hatte ein schlechtes Gewissen. Okay. So, von dem Zettel wissen wir nichts. Der ist auch nicht erwähnt oder gefunden worden. Nein. Hä? Aber ich schwör's Ihnen, es stimmt wirklich. Schau, Mama, mal, was ich gemalt habe. Ja. Das ist aber schön. Aber was ist denn das? Wo hast du denn den Brief her? Er lag auf der Kommode im Flur zwischen Zeitungspapier. Ich hatte kein Papier, also habe ich ihn zu malen genommen. Mann, Lina, das ist doch ein Brief. Da kannst du nicht draufmalen. Du musst mich vorher fragen. Okay. Der ist von der Unfallversicherung. Ich mach den mal auf, oder? Ja. Die Unfallversicherung lehnt jegliche Haftung ab. Nein. Beruft sich auf grobe Fahrlässigkeit. Nein, ich habe wenigstens mit ein bisschen Geld gerechnet. Und was jetzt? Wie soll es denn mit uns weitergehen? Ich versuche mit der Versicherung zu reden und dann melde ich mich bei Ihnen. Okay. Okay? Ja. Ja? Danke für deine Aufrichtigkeit. Sehr gut. Wir melden uns dann. Ja. Danke. Bis bald. Die Kellnerin kommt mit Grundgehalt und Trinkgeld bisher gerade so über die Runden. Bei mehr als 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit würde das Krankengeld nicht einmal für die Miete reichen. Deshalb hat sich Ingo Lenzen sofort bei der Unfallversicherung für die Alleinerziehende eingesetzt. Hast du was von der Unfallversicherung irgendwie rausbekommen können? Ich habe ja wirklich gesagt, wenn ich da persönlich vorspreche, dann komme ich auch gleich mit einem vernünftigen Ergebnis daraus. Ja. Nein, eben nicht. Die ist stur geblieben. Echt? Ja. Echt? Die geht von der groben Fahrlässigkeit aus. Mhm. Und lässt auch nicht mit sich reden. Von der ich krieg's nicht in meinen Kopf rein, ne? Ich meine, Frau Lehmann hat dich verletzt, als sie einer alten Dame geholfen hat. Sie hat ihr Leben gerettet. Mhm. Und die Frau wäre gestorben, die wäre wahrscheinlich im Brand erstickt. Mhm. Und jetzt kriegt sie keine Unterstützung von der Versicherung, ja? Also zunächst mal nein. Aber ich habe ihr dann das Ergebnis von einem unabhängigen Sachverständigen vorgelegt. Mhm. Und habe sie gebeten, das Gutachten zu lesen. Okay. Und jetzt hat sie gesagt, ja, sie liest es und meldet sich bei mir. Ja, schön. Also die Tür ist ein bisschen offen, aber eigentlich ist sie quasi resolut. Gut. Hast du noch mal kurz was anderes? Ich sollte doch den Sohn von der Frau Hessel mal unter die Lupe nehmen, den René. Genau, genau. Und? Ja, und ich war auf seinem Social-Media-Profil und ich fand es schon ziemlich komisch, was der da so gepostet hat. Da hat er geschrieben, naja, sein Ein-Mann-Malerbetrieb, der läuft gerade nicht so, schreibt nur rote Zahlen und so und ich will jetzt endlich mal wieder auf den grünen Zweig kommen, was kann ich denn da machen und so und hat sich da mit den anderen Usern ausgetauscht. Und dann schreibt der eine, na, versuch's doch mal mit Versicherungsbetrug. Ach was. Ja, und der liked es dann noch so, ja? Mhm. Also. Ich meine, du sagtest, er wäre ein netter Kerl, aber wir wissen, dass er halt ja finanzielle Probleme hat. Und in der Not wird man halt erfinderisch, ne? Genau. Lenzen? Hallo? Hallo? Ja, ich bin David Lehmann. Können Sie bitte ganz schnell vorbeikommen? Bitte kommen Sie vorbei. Ja, aber warum? Meine Mutter streitet sich mit dem Vermieter. Ich habe Angst um Sie. Können Sie bitte schnell kommen? Alles klar. Wir kommen sofort. Bis gleich. Ciao. Dankeschön. Danke. David Lehmanns verzweifelter Hilferuf macht deutlich, die Lage hat sich für die Mandantin und ihre Familie massiv zugespitzt.
Nachbarin Thea Hessel verbreitet weiter ihre Anschuldigungen und hetzt nun auch den Vermieter auf ihre Lebensretterin. Es wird Zeit, dass sie hier rausfliegt. Solche Brandstifter, da kann man sich ja gar nicht mehr sicher im Haus fühlen. Reden Sie zu meiner Mutter. Machst den Kindern Angst, Thea. Bitte, Entschuldigung. Tag, mein Name ist Lenz. Ich bin Anwalt von Frau Lehmann, das ist Frau Grüner. Lenz, was machen Sie denn hier? Ich habe ihn gerufen. Ja. Herr Lenzen, bitte helfen Sie uns. Das tue ich auch gerne. Ich glaube, das Ganze sollten wir besser drinnen besprechen. Das muss ja nicht die ganze Nachbarschaft hören. David war in der Wohnung, ja, aber er hat einfach nur seine Kopfhörer geholt. Er hat dir sogar einen Zettel dagelassen. Da war kein Zettel. Natürlich habe ich einen gelassen. Den hätte ich doch gefunden. Soll ich mit der Kleinen vielleicht mal ins Zimmer gehen? Du musst das ja nicht alles mitbekommen. Das ist eine gute Idee. Komm, wir gehen mal schön was malen, ja? Ja. Du malst doch so gerne, oder? Mhm. So, jetzt legen Sie mal los. Was ist denn jetzt Stand der Dinge? David war hier der Brandstifter gewesen im Haus und wurde mir zugetragen. Wurde Ihnen zugetragen, ist aber nicht wahr, ist vor allen Dingen nicht erwiesen. Das sind doch nur Vermutungen. Also bitte, jetzt bleiben Sie doch sachlich. Sollte sich das bewahrheiten, muss ich Ihnen leider eine fristlose Kündigung aussprechen. Was? Ja, wenn sich's bewahrheitet, aber das tut's ja eben nicht. Herr Kruse, ich bin alleinerziehend, ich bin verletzt. Ich kann meinen Job als Kellnerin überhaupt nicht mehr ausüben. Vielleicht verliere ich den Job sogar. Und wenn Sie uns jetzt auch noch auf die Straße setzen, dann sind wir obdachlos. Ich bitte Sie. Mein Sohn hat hier keinen Brand gestiftet. Wirklich nicht. Hm? Wollen Sie noch mal? Dann schaffen Sie mir Beweise ran, dass es nicht so ist. Okay. Und dann überlegen wir das noch mal. Ja, also, das ist doch mal ein Wort. Wir hören von Ihnen. Ja, wir hören. Ja, bis tschüss. Dann. Danke. Tschüss. Wiedersehen, Herr Kruse. Thea, ich verstehe das nicht. Was ist los mit dir? Ich erkenne dich überhaupt gar nicht wieder. Was willst du damit sagen, dass ich nicht ganz dicht bin, oder was? Nein. Sowas würde ich nie behaupten, aber du bist ganz verändert. Ich bin so wie immer. Es ist alles in Ordnung bei mir. Was ist eigentlich mit deinem eigenen Sohn? Was soll denn mit meinem Sohn sein? Na hallo? Also mein Sohn ist doch kein Krimineller. Was denken Sie sich eigentlich? Das habe ich ja so auch nicht gesagt. Na ja. Aber es könnte ja sein aus Versehen, dass er irgendwas... Ach, aus Versehen, so ein Quatsch. Ich gehe jetzt runter zu meinem Sohn und dem werde ich das mal erzählen, was Sie hier von ihm halten. Ich verstehe nicht, was mit ihr los ist. Sie ist ein völlig anderer Mensch, wirklich. Schauen Sie, das Gute ist aber, dass uns der Vermieter zugehört hat. Ja. Ja? Also, und das ist, glaube ich, im Moment die wichtigste Situation. Was? Hey, guck dir das mal an. Das hat Lina für mich gemalt, aber guck mal, wo drauf. Das hat sie wohl im Altpapier vor Frau Hessels Wohnung gefunden. Ach was. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Sarah Grüners Entdeckung weist darauf hin, dass das Feuer in der Wohnung der Rentnerin offenbar nicht durch Brandstiftung entstand. Eine Erleichterung für die Mandantin. Doch Ingo Lenzen muss Thea Hessel und Sohn René mit einer erschütternden Wahrheit konfrontieren. Sie haben mir ja hier noch gefehlt. Meine Mutter hat mir schon erzählt, dass sie mich hier verdächtigen, irgendwas gemacht zu haben, sie mit Absicht gefährdet zu haben. Ich würde doch niemals meine Mutter in Gefahr bringen. Was denken Sie denn sich das da eigentlich bei? Jetzt sie ja. Ich habe noch einen Zettel gefunden unter der Kommode. Bitte, dann zeigen Sie mir den. Na, kommen Sie mal. Schauen Sie mal hier. Ich war kurz hier und habe meinen liegen gelassenen Kopfhörer wiedergeholt. David. Der Zettel. Wenn er hier war, dann vielleicht den hat er ja gleich gesucht. Noch. Nein, der Junge hat nicht den Herdhorn gedreht. Der hat uns sogar von dem Zettel erzählt. Wo ist denn Ihre Mutter? Ja, die sitzt gerade im Raum. Lassen Sie mal zu ihr gehen. Kommen Sie mal. Mutti. Mutti, komm. Sie schon wieder. Das geht ja hier zu wie im Zirkus. Ich komme hier sehr gut alleine zurecht. Ich brauche nicht dauernd fremde Leute, die in meiner Wohnung rumlaufen. Das ist meine Wohnung, mein Zuhause. Ich weiß, und Sie haben Angst, es zu verlieren. Bleib ruhig. Wie? Was? Sie haben auch Angst, dass Sie Ihr Leben nicht mehr so weiterführen können, wie Sie es bislang geführt haben. Was meinen Sie damit? Schauen Sie mal. Die kleine Lina hat Bilder gemalt und das Papier dazu hat sie aus der Papiertonne geholt. Und da lag dieser Test von Ihnen drin. Wo haben Sie den denn her? Was ist das? Ein Demenztest. Demenz? Ja, Ihre Mutter ist an Demenz erkrankt. Oh nein. Ich habe solche Angst. Ich möchte hier nicht raus. Ich will nicht ins Heim und ich will hier bleiben. Und mach dir keine Sorgen, Mama. Mach dir keine Sorgen. Ihre Mutter, die hatte die Namen verwechselt. Da waren Sie ja dabei. Ja. Ja? Und Ihre Mutter vergisst Dinge. Und ihre Aber Mutter. Ich kann doch nichts dafür. Natürlich nicht. Das sagt doch keiner. Natürlich können Sie nichts Aber dafür. Ich will hier nicht raus. Ich möchte nicht ins Heim. Ich will hier bleiben. Nein. Mutti, ist gut. Ich werde
gucken, dass ich zum nächsten Zeitpunkt hier einziehen kann. Ach, Junge. Dann bin ich bei dir, kann gucken, dass hier alles bei dir gut ist. Und dann schauen wir mal, dass wir eine Pflegekraft finden. Ach, Junge, das würdest du machen. Na klar, würde ich. So, und ich setze mich mit der Versicherung in Verbindung. Na klar. Weil sie konnten ja nichts für den Schaden. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Versicherung, dass ihre Versicherung den ganzen Schaden übernimmt. Ach, das wäre ja so wunderbar. Ja, dann ist auch Frau Lehmann die Last los. Danke. Ja, das wäre wirklich. Ach, ja. Ich muss mich entschuldigen, Sophie, aber ich hatte so viel Angst. Die Schadensersatzforderung gegen Sophie Lehmann wurde zurückgezogen. Ihren Händen geht es besser und von ihrer Unfallversicherung hat sie doch noch Leistungen erhalten. Gemeinsam mit René Hessel kümmert sie sich um die an Demenz erkrankte Thea Hessel. Danke, Herr Lenz. Danke. Sehr gern. Danke, Herr Lenz.